Hey draußen, hier sind wieder Strongflex und Strongflex TV und heute zeigen wir euch etwas ganz Wichtiges, nämlich ein anständiges Warm-up vor einem Ringetraining. Okay, ganz kurz euch ins Gewissen gesprochen. Dieses Warm-up vorm Ringetraining ist einfach enorm wichtig. Die Belastung ist so hoch, es ist so eine andere Belastung, als euer Körper das vielleicht von einem konventionellen Training kennt, dass die Gefahr einer Verletzung definitiv immer gegeben ist, muss man einfach ganz klar so sagen, wie es ist, wenn man nicht extrem konzentriert und extrem sauber arbeitet. Und es gehört einfach ein Warm-up dazu. Also ich habe aktuell so mit meiner Schulter noch ein bisschen zu kämpfen, ja, und bei dir ist es der Bizeps gerade so ein bisschen, ne? Also, alles. Ja, also es ist einfach enorm wichtig, einen Warm-up zu machen. Wir haben einfach unsere besten Warm-up-Übungen für die Ringe zusammengeschmissen und zeigen sie dir jetzt. So, Schritt 1, hüftbreiter Stand, Knie leicht eingebeugt, Schwerpunkt etwas nach vorne auf den Vorfuß, verlagert, Schultern ganz, ganz locker und ein bisschen bouncen, ja, aus dem Kniegelenk heraus. Du solltest wirklich im Schultergürtel loslassen, sodass die Schulter, während du bounst, hoch und runter hüpft, ja, sodass du einfach eine gute Lockerung im Nackenbereich hast. Gerade bei den Stützbewegungen, Trizeps, Dip etc., braucht es einfach einen lockeren Nacken, sonst zieht man sich schnell mal eine Verspannung rein. Und das Ganze kannst du auch ein bisschen in der Rotation machen, ist die Wirbelsäule etwas mit im Spiel. Schritt 1. Schritt 2, du gehst in die Vorbeuge und bounst jetzt nach unten, jeder so wie er kann. Erstmal bis in die Mitte und dann ums linke Bein herum, zurück zur Mitte, ums rechte Bein herum und zurück zur Mitte, and so on. Ich mache alles ein bisschen kürzer, das Video nicht zu lange wird, nimm dir etwas mehr Zeit dafür. So, Gegenbewegung, ich stelle mich mal ins Profil, wir gehen in die Rückbeuge, dazu Knie leicht einbeugen, Becken aufrichten und dann mit der Ausatmung etwas in die Rückbeuge gehen, dabei ist der Po fest, ja, und das Becken, wie gesagt, aus dem Hohlkreuz rausgezogen. Ja, den Bauch vorne solltest du spüren. Und davon machst du, ja, wenn wir auf Wiederholung gehen, dann sage ich mal 8 bis 10, 10 Wiederholungen. Okay, als nächstes könnt ihr weitermachen mit Shoulder Circles. Dazu einfach Richtung eine Wand aufstellen. Hüft- bis Schulterbreiter Stand oder leichte Schrittstellung, ist egal. Den Abstand zu der Wand, den musst du an dich anpassen. Plan ist, dass du vom Oberkörper her sehr, sehr gerade, bis du dich nicht drehst. Blick am besten geradeaus nach vorne. Dann streckst du, ich mache jetzt zuerst die linke Schulter, also den linken Arm einmal aus. Die Handfläche zeigst du dir nach innen. Und dann bringst du den Arm so weit du kannst über Kopf. Und versuchst auch hier nach oben und nach hinten zu kommen, bis du nicht mehr weiter kommst. Wenn es nicht mehr weiter geht, die Hand ausdrehen Richtung Wand und an der Wand entlang nach unten. Und so arbeitest du dich hier durch. Der Plan ist halt wirklich, dass wenn du jetzt hier öffnen musst und die Schulter über diesen ekligen Punkt rüber bringst, dass du dich nicht verdrehst, dass du jetzt nicht den Oberkörper rüber drehst oder dir zu viel Beweglichkeit aus dem Brustkorb rausholst. Machst dir das schon schwer. Machst du ungefähr 10-mal mit dem linken Arm, 10-mal mit dem rechten Arm und dann kannst du in die nächste Übung wechseln. Dazu müsstest du dich einfach nur an der Wand anlehnen. Ich gehe gerne mit den Füßen dann immer ein bisschen nach vorne weg, dass ich einfach mehr mit der kompletten Wirbelsäule an der Wand dran sein kann. Du streckst die Arme erstmal nach oben aus, versuchst dich wirklich hier ranzubringen und dann gehen wir einmal in den Shoulder Prep. Das kommt ja auch beim einen oder anderen Ringetraining dann auch vor, dass du jetzt erstmal hier ganz oben bist, dann die Schulter mal tief ziehst und jetzt probierst mit den Unterarmen an der Wand dran zu bleiben und dann maximal nach unten. Und wieder komplett rauf und mach dich wirklich nach oben hin lang, als ob du irgendwo hängen würdest. Und dann wieder zuerst der Shoulder Wrap nach unten und dann mit dem Unterarm an der Wand dranbleiben, so tief du kannst. Hier wird es jetzt schwer für mich, da löse ich schon mit der Hand ein bisschen. Und dann geht es wieder rauf. Auch hier ist einfach wichtig, dass du probierst, mit dem Rücken voll an der Wand zu bleiben und nicht, wenn die Arme über Kopf sind, im vollen Hohlkreuz drin hängst und quasi dann mit der Hand zwischen die Lendenwirbelsäule und die Wand kommen könntest, dann ist da einfach zu viel Platz. Da musst du sehr drauf achten. So, für die nächste Übung brauchst du entweder ein Handtuch oder ein Stab würde gehen. Ich nutze jetzt ein Strength Band. Das ist die beste Lösung. Solltest du noch keins haben, siehe Beschreibungsfeld. Braucht jeder in seiner Sporttasche. Ich greife jetzt ein bisschen breiter, schulterbreit, gebe Spannung auf das Strength Band und gehe jetzt über Kopf. Und
an der Bewegungsgrenze mache ich so kleine, ja, nehmen wir es mal Peak Contractions, also so kleine Endkontraktionen. Ja, schiebe dabei die Schulter nach oben raus. Wie gesagt, Zug nach außen geben, sodass ein bisschen der Lat schon angeschalten ist. Und dann machst du so 8 bis 10 von diesen Schulterbouncern, so nenne ich sie jetzt mal. So, jetzt machen wir einmal noch Ausschultern. Dafür greife ich jetzt breiter, nehme jetzt hier gerade die volle Länge, ja, starte hier über Kopf und versuche die Arme gestreckt zu lassen. Und jetzt verhältnismäßig kontrolliert und langsam einmal nach hinten unten zu gehen und diesen Weg wieder zurück. Ist auf jeden Fall sehr intensiv. Und ich spüre es gut und das machst du auch 8 bis 10 Mal. Dann greifst du jetzt hinterm Rücken, ja, wieder etwas breiter, schulterbreit. Jetzt zeigen erstmal die Daumen zueinander. Ja, ich drehe mich mal um und gehst jetzt wieder an die Bewegungsgrenze. Knie beuge ich leicht ein und bounce jetzt hier. Ja, 8 bis 10 Stück. Und dann, das ist nachher für Skin the Cat zum Beispiel sehr wertvoll, Daumen voneinander wegdrehen und dann wieder an der Bewegungsgrenze arbeiten mit diesen kleinen Endkontraktionen. So, der nächste Schritt ist nur möglich, wenn du ein Strength Band hast. Okay, also ich schmeiße hier mein Strength Band über meine Stange hier oben, die hat auch noch eine Querverstrebung, dann wird es da arretiert, das ist in dem Fall perfekt. Ich habe es jetzt bewusst doppelt genommen, einfach um mehr Zug drauf zu haben. Greife jetzt einmal von unten rein und packe dann zu. Und jetzt drehe ich mich so weg, dass ich die Körperseite erreiche. Ja? Jetzt dehne ich erstmal die rechte Körperseite. Das heißt, ich setze den linken Fuß nach vorne und meinen rechten schiebe ich ein bisschen nach links rüber, gehe auf die Fußaußenkante. Ja, man kann sich zur Sicherung noch hier ein bisschen festhalten, aber nicht zwingend notwendig. Und jetzt bauen sich hier rein. Jetzt habe ich nochmal diesen Effekt, dass der Oberarmkopf noch ein bisschen rausgezogen wird aus der Schulter und ich so einen richtig schönen dynamischen Stretch für den Latissimus habe. Ja, also da kannst du dann richtig schön reinfedern. Auch wieder 8 bis 10 Mal. Und dann das Gleiche auf der anderen Seite. Als nächstes machen wir mit dem Ellbogen und den Handgelenken weiter. Dazu gehst du einfach in einen Vielfüßlerstand auf den Boden, setzt die Hände schön aufgespreizt unterhalb der Schultern auf. Und jetzt gehen wir einfach nur mit dem Ellbogen nach unten auf den Boden, bis wir einmal komplett aufliegen. Jetzt drehe ich den Arm so weit ich kann hier aus, versuche dabei die Hand nicht zu weit mitzudrehen, sondern auch jetzt hier diese Handgelenksperre quasi mitzunehmen. Und dann einmal ruhig mit einem kleinen Schnapper hier im Ellbogen nach oben kommen. Wieder raus und runter. Und einfach hier diese Halbkreise abfahren. Das Ziel ist, dass du immer so lange es geht mit dem Ellbogen auf dem Boden bleibst. Und wenn es dann halt nicht mehr geht, dann hebt der Ellbogen ab und du schnappst hier einmal aus. Ich zeige es noch einmal kurz von der Seite. Hier runter und rauf. Und das kannst du auch in die andere Richtung machen. Einmal hier hin. Und zurück. Würde ich ungefähr 10 Mal jede Richtung machen. Also einmal nach vorne und einmal nach hinten weggehen. Immer schön Gewicht auf der Hand lassen. Und jetzt gehe ich nochmal in eine andere Position fürs Handgelenk rein. Dazu drehen wir einfach die Hände komplett aus. Fingerspitzen zeigen zu dir. Und jetzt die Finger wieder weiter aufspreizen. Und dann geht der Po nach hinten auf die Ferse weg. Der ein oder andere, der jetzt im Bizeps noch ein bisschen ich sag mal, verkürzt ist oder Spannung hat, der könnte das dann auch da merken und dann einfach hier so ein bisschen zurückbouncen und den Druck im Handgelenk ein bisschen zulassen. Die Handgelenke kriegen bei den Ringen ja einiges ab. So, Finale. Was du auf jeden Fall sicherstellen solltest, ist, dass deine Brustwirbelsäule nicht blockiert ist und es rennen einfach unfassbar viele Leute mit blockierten Brustwirbelsäulen rum, ohne es zu merken. Tools, Black Roll, wenn du keinen hast, kannst du es nicht machen. Genauso wenig, wenn du keinen Duoball hast. Die beiden Dinger
gehören wiederum in jeden guten Haushalt und in jede gute Sporttasche. Link und Gutscheincode siehe Beschreibungsfeld. Für diejenigen, die nur eine Rolle haben, ne, nehme ich mal die Rolle heran. Und es geht ja, wie gesagt, primär um die Brustwirbelsäule. Also bewege ich mich auch in der Brustwirbelsäule, rolle die erstmal ein paar Mal aus und dann gehe ich in die Rückbeuge. Und aus der Rückbeuge heraus gehe ich dann mal in den Crunch, ja, und gehe wieder zurück in die Rückbeuge, nehme das nächste Segment der Wirbelsäule vor und arbeite so die Brustwirbelsäule durch. Ist alles verhältnismäßig unspektakulär, insbesondere dann, wenn man es regelmäßig macht. Macht man es gar nicht, kann es sehr schmerzhaft sein. Da musst du deine Dosis finden und auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass du dich nicht verkrampfst, sondern dann gute Miene zum bösen Spiel machst, ein positives Gesicht und auch loslässt. So, jetzt habe ich mir den Duoball nochmal genommen. Da gucke ich, dass der schön auf dem Rückenstrecker drauf ist. Der Duoball ist auf jeden Fall deutlich besser geeignet noch als die Rolle, weil ich einfach jetzt auf die Querfortsätze der Wirbelkörper drauf komme. Was ich auch immer gerne mache, ist hier einatmen, mich nochmal so richtig schön zu strecken. Da erreicht dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Wirbelkörper. Und dann, wie gesagt, auf jeden Fall auch nochmal dieses Durchmobilisieren über Rückbeuge und dann Crunch, gesamte Brustwirbelsäule abarbeiten, dann vielleicht noch einmal die Schultern final etwas auslockern und jetzt bist du bereit fürs Ringetraining. Warm-up complete. Jetzt fehlt nur noch der Daumen nach oben für dieses Video und abonnieren, falls du es nicht getan hast. Direkt nach dem Abonnieren kannst du auf unserer Kanalseite neben dem Abonniert-Button auf den Zahnrad klicken, Haken in die Box setzen, dann kriegst du eine Info, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn du mit der YouTube-App unterwegs bist, drückst du einfach auf diese Glocke, dann passiert genau das Gleiche. Oh, mir ist gerade eben noch was eingefallen. Das ist jetzt unser Warm-up jetzt, war einfach nur mal ein Beispiel, ein Paradebeispiel, wie man es machen könnte. Wir haben noch viele Mobility-Drills auf unserem Kanal. Also vielleicht tut dir die ein oder andere Übung besser, dann nimmst du die noch mit auf oder tauscht was aus. Wir sind da variabel. Was kann man noch machen? Ja, man kann auf jeden Fall Fan auf Facebook werden, gar nichts mehr verpassen. Genauso kann man, wenn man auf Bildchen anglotzen steht, vielleicht posten wir demnächst auch mal wieder eins, bei Instagram uns abonnieren. Und man kann sich hier eines unserer letzten Videos reinziehen. Wir sind wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao!